Wir bleiben beim Thema Fußball und schauen in die Regionalliga Bayern. Dort wird nach 4,5 Wochen für die Spielvereinigung Unterhaching der Spielbetrieb wieder weitergehen, denn es gab aufgrund von Corona-Fällen dort Spielverschiebungen. Die Mannschaft musste aussetzen. Jetzt steht am Dienstagabend das Spiel an gegen den TSV Buchbach. Und die Buchbacher wiederum, die haben A in der Liga und auch schon im Bayerischen Toto-Pokal für Furore gesorgt und von sich reden gemacht. Über einen Monat ist es schon her, dass die Spielvereinigung Unterhaching in der dritten Liga ein Spiel ausgetragen hat. Beim 5:4-Sieg über den TSV 1860 Rosenheim zeigten sich die Unterhachinger in Torlaune, ließen in der Abwehr aber auch viel zu. Dann folgte eine Zwangspause, Corona-bedingt, wie es so oft genannt wird. 3 Spiele wurden verschoben und müssen im ohnehin engen Terminplan nachgeholt werden. Die erste Begegnung nach der unfreiwilligen Saisonunterbrechung ist gegen den TSV Buchbach. Und die Buchbacher können so etwas wie ein Angstgegner sein. Der TSV Buchbach spielt ebenfalls in der Regionalliga Bayern und steht auf dem 5. Tabellenplatz. In der 2. Runde des Bayerischen Toto-Pokals warf Buchbach die Spielvereinigung Unterhaching mit einem 4:1-Sieg aus dem Wettbewerb. Im Viertelfinale musste sich Buchbach nur knapp dem TSV 1860 München mit 2:3 geschlagen geben. Am 17. Spieltag der Regionalliga Bayern kommt es zu einem Neustart der Spielvereinigung Unterhaching gegen den TSV Buchbach, der im Spielrhythmus ist. Und da beide Mannschaften ja gerade das Abschlusstraining hinter sich bringen, haben wir heute mal die sportlichen Leiter zu uns eingeladen. Und ich begrüße ganz herzlich bei uns in der Sendung von der Spielvereinigung Unterhaching den Spielbetriebsleiter Philipp Muschel. Servus. Servus, freut mich, dass ich hier sein darf. Und den sportlichen Leiter vom TSV Buchbach, Anton Bohmstetter. Servus. Servus, danke für die Einladung. Brodelt es denn in euch so ein bisschen? Weil ihr seid ja die Männer im Hintergrund. Und wenn jetzt so ein Spiel ansteht mit so einer, ich würde schon sagen, kleinen Brisanz, Lokalderby ist es ja so oder so. Ist es dann für euch packend oder ein Spiel wie jedes andere? Philipp, sag. Also wir freuen uns ja jetzt nach den 4 Wochen Pause, die wir hatten durch unsere Corona-Fälle, dass wir morgen wieder endlich um 3 Punkte kämpfen können in unserem Sportpark. Und vor allem, wenn es gegen Buchbach geht, freuen wir uns besonders, weil wir vor allem auch noch eine kleine Rechnung aufhaben vom Toto-Pokalspiel. Anton grinst, gell? Ja. Das war ein schönes Erlebnis für euch in Haching damals oder gegen Haching im Toto-Pokal. War ein schönes Erlebnis, weil die Siege haben sich jetzt inzwischen ja orientiert, wenn wir dann das Los mit 1860 gehabt haben. Darum war der Sieg gegen Haching im Nachhinein ja umso wichtiger. Aber morgen ist wieder ein Punktspiel, ist wieder eine andere Sache. Und der Haching ist für uns nach wie vor eine große Marke, weil das ist einfach erste Bundesliga gespielt haben über Jahre. Da, wo wir noch in den unteren Ligen gespielt haben, da hat Haching erste Liga gespielt. Und das ist für uns schon ganz was Besonderes, wenn wir im Unterhachinger Sportpark Punktspiele austragen. Lass uns noch kurz beim Toto-Pokal bleiben. Ihr hattet dann erst die Hachinger, dann das Spiel gegen den TSV 1860, also 2 Mannschaften aus dem Münchner Umland. Heimstetten habt ihr ja auf dem Weg dann auch noch mehr oder weniger aus dem Pokal gekegelt. Also ihr habt so den Ruf als Pokalschreck weg und es war eine knappe Sache am Freitag. Die 60er haben am Ende 3:2 gewonnen, aber sich weiter gezittert. Das war eine knappe Sache. Also unsere Jungs haben wirklich ganz toll gespielt. Unser junges Trainerteam hat die Jungs top eingestellt und die erste Halbzeit waren wir wirklich klar überlegen und die 60er haben große Probleme gehabt. Dann haben die Löwen gut umgestellt, ein Mölders gekommen und ich glaube, der Mölders hat fast die Wende gebracht. Vor allem von der Mentalität her, muss man sagen, ist der Mölders für die 60er schon ganz viel wert. Das ist der Thomas Müller. Was der Thomas Müller für Deutschland und für Bayern ist, glaube ich, ist der Mölders für 60, weil der hat die Jungs alle wachgerüttelt und das war unser großes Problem. Herr Philipp, du sagst zwar, ihr habt noch was gut zu machen. Andererseits, wenn die sich so präsentieren wie am Freitag, dann wisst ihr, euch steht eine ganz schwere Aufgabe bevor. Wie viel Kontakt nimmst du vorher zur Mannschaft auf? Wie viel machst du zusammen mit dem Trainerteam, nicht nur für so ein Spiel, sondern generell vor einem Spieltag? Genau, also ich bin mit den Trainern und auch mit der Mannschaft eigentlich täglich in Kontakt. Verfolge auch die Trainingseinheiten, auch gerne das Abschlusstraining, was ja heute leider nicht möglich ist, aber ich bin ja hier gerne im Studio. Verfolge ich natürlich auch im Vorfeld nochmal die Kaderabsprechung, wer aufgestellt wird, bei wem es eher schwierig ausschaut. Aber wie gesagt, da sind wir eng im Kontakt. Was ist denn so die Aufgabe für einen Leiter Spielbetrieb? Das klingt so unglaublich nach Beamtendeutsch. Aber da steckt ja viel dahinter, weil sonst die Mannschaft selber auflaufen kann ja erst, wenn du alle Sachen vorgefertigt hast. Genau, also es ist breit gestreut, mein Aufgabenfeld. Geht es hauptsächlich vor der Saison darum,
die ganzen Transferabwicklungen zu machen, Vertragsgestaltung der Profiverträge, Vertragsgestaltung der Förderverträge auch in unserem NLZ. Dann bin ich der erste Ansprechpartner für den Bayerischen Fußballverband. Diesbezogen natürlich auch auf die Organisation unserer Heimspiele, Vorbereitung der Heimspiele, wie gesagt. Und dann auch mit den Spielerberatern, erste Anlaufstelle. Natürlich neben unserem Präsidenten Manni Schwabl und der sportlichen Führung. Beneidest du manchmal die Hachinger so um ihre Situation? Die können aus dem eigenen Nachwuchs gut schöpfen, also dort natürlich viel, viel Arbeit leisten. Die haben ein noch größeres Team, obwohl sie ja auch so gesehen einer der kleineren Vereine in dem Bereich sind. Aber das ist ein Profiverein und bei euch, ihr seid wirklich ein Amateurverein. Wir sind ein Amateurverein. In der Hinsicht kann man die Unterhaching schon beneiden, weil Unterhaching ist einfach ein Verein, der wo einfach, sag jetzt mal, eher in die zweite Liga gehört, also in die dritte Liga, mit dem ganzen Background, was Unterhaching hat, vom Nachwuchsleistungszentrum. Halt schmier nicht zu viel Honig ums Maul. Ja, aber das ist schon Fakt, also man ist nicht von der Hand zu weisen. Ich habe da schon manche Interviews gelesen von Spielern von Unterhaching, die sagen, sie sind nach Unterhaching gekommen, sie haben ein Ambiente wie in der ersten und zweiten Liga. Also das ist schon ganz, ganz toll, was da in Unterhaching die Möglichkeiten da sind, von der Infrastruktur und von allem drum und dran. Das ist schon gut. Dann kommen wir mal zu deinem Aufgabenfeld bei Buchbach. Bist du, oft heißt es ja so ein bisschen abfällig, das Mädchen für alles? Mädchen für alles möchte ich jetzt nicht sagen. Wir haben schon viele freiwillige Helfer in Buchbach, die mithelfen. Also meine Aufgabe ist ja die Kaderzusammenstellung, die Kaderplanung zu machen, weil ich war ja 19 Saisonen Trainer, da habe ich das auch mitgemacht. Jetzt ist meine Aufgabe natürlich immer die richtigen passenden Trainer nach Buchbach zu bringen. Das ist mir die letzten Jahre auch gelungen. Wir haben immer sehr, sehr gute Trainer gehabt, jetzt auch wieder ein junges, gutes Trainerteam. Und die junge Mannschaft, die wir zusammengestellt haben, ja, die macht jetzt riesig Spaß. Spielt eine super Saison. Ich hoffe, dass die jungen Leute das durchhalten. Also natürlich wissen wir auch, dass wir vielleicht Ende der Saison einige Mannschaften, die jetzt hinter uns sind, noch vor uns sein werden, wie Unterhaching, Illertissen, Albstadt und so weiter oder Aschaffenburg. Aber trotzdem, wir haben schon viele Punkte und sind sehr zufrieden. Also im Augenblick, einen Blick auf die Tabelle werfen, ist ja für euch sicherlich immer ein Moment des Lächelns. Als Fünfter mit 8 Siegen, 5 Unentschieden und nur 3 Niederlagen, da steht ihr doch ganz gut vor der Spielvereinigung Unterhaching. Du hast schon gerade gesagt, woran es liegt, so junge Mannschaft, aber haben sich gut gefunden. Was ist bei euch noch so der Punkt, wo du sagst, das ist noch nicht das, wo wir hinwollen? Weil klar, ihr seid als Absteiger aus der dritten Liga ein Kandidat gewesen, als Wiederaufsteiger natürlich gehandelt worden, aber es hat ja viel Veränderungen gegeben innerhalb der Mannschaft, wo du ja viel mitarbeiten musstest. Genau, also wir hatten im Sommer ja dann doch einen größeren Umbruch. Viele Abgänge, viele Neuzugänge, haben das Team sehr verjüngt, haben viele Jungs aus unserem NLZ mit zu den Profis hochgezogen. Hatten mit Sandro Wagner auch einen neuen Cheftrainer jetzt ab dem Sommer. Das Trainerteam hat sich nochmal leicht verändert. Und was man dazu auch sagen muss, wir haben neue Taktik, neues System, Spielsystem. Wir wussten, dass das Zeit braucht, dass wir uns da erstmal ein bisschen an die ganzen neuen Änderungen eingewöhnen müssen. Aber wie gesagt, wir vertrauen der Mannschaft, wir vertrauen dem Trainerteam. Und wir schauen jetzt, wir haben jetzt die englischen Wochen im Oktober, dass wir da einige Punkte sammeln können. Und wie gesagt, es sind noch viele Spiele zu spielen, aber wie gesagt, das ist von der Saison her, dass wir jetzt nach vorne blicken weiterhin. Okay, ihr habt ja 3 Nachholspiele durch diese Verschiebung, die ihr hattet. Rechnen wir die einfach mal als gewonnen schon mal drauf. Wären 9 Punkte, dann habt ihr auch 29 Punkte, also seid ihr gleich auf. Wenn es so einfach wäre, das wäre schön. Auf jeden Fall freuen sich wahrscheinlich alle morgen auf ein Spiel, sicherlich auf Augenhöhe. Danke, dass ihr da wart. Danke. Morgen dann vielen Dank. Beiden viel Glück im Spiel, beiden viel Glück für die weitere Saison. Immer brav. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.